Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Das habe ich ja vor. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir waren es auch nicht. So doch. Viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar flei. Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist... Ist er hier? Sir! Kopf runter! Tatsächlich was erkundet. Naja, das ist mein Job als Aufklärungsexperte. Ja. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten. Und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Wenn wir also da reinkommen und ihn abschalten können, verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Dann mal los. Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn die Riders bereit sind, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Das heißt, wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Nee, ist klar. Immer hinein. Ins Vergnügen. Los geht's! Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur vorrücken. Sam, lade Kampfprofil. Das ist wieder Fadi, der Draufgänger, ne? Mhm. Weiter so! Bereit? Wir gehen da rein! Die
Mhm. Verdammt, das hat wehgetan. Sam, gib mir das Technikerprofil. Alle zu mir! Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Nein. Nein. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Fortfahren. Ach, Kopfschüsse fügen den meisten Zielen besonders so einen Schaden zu. Sagt sich, das ist doch nicht sowas. Oh, jetzt sind wir mal woanders. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Das heißt? Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke! Wo sollen wir uns positionieren? Okay, mit X. Ich mach mich auf den Weg. Also mit Y und C. Bin auf dem Weg. Achtung, ich sehe Bewegung. Ja, ich hab doch... Okay. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal! Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns! Ich werde gerade erst warm! Sie meinen es ernst! Halten Sie sie von Ihrem Vater fern! Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich! Die Zeit wird knapp! Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber sie wollen ihn unbedingt zurückhaben! Also? 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Ja. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen.
Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Okay. Leg dich richtig ins Zeug. Ja. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Mhm. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Das war ja klar. Wiederhole! Wir brauchen sofort eine Notexpedition! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Nein. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Ich kann den Mausfall leider nicht wegmachen. Aber warum, Daddy? Du bist noch ganz dicht. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Hm? Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Hat das restliche Team überlebt? Hey,
Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ja, er ist Held. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Tora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, sie sind der neue Pathfinder. Nee, ist klar. Das kann nicht ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Mag sein, aber es ist gegen das Protokoll. Sind Sie wirklich damit einverstanden, Cora? Ich zweifle die Entscheidung Ihres Vaters nicht an. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Trifft die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja, der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Thank you.
Scheiße, wa? Kannst du nicht. Auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle hier, Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Hm, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber anscheinend haben die ja schon mit dem Bau begonnen. Die sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andock eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Die Weißhaarige hat immer so ein, ich weiß den Namen gerade nicht, die hat immer so ein tierisches Grinsen auf der Nase, wo ich dachte, irgendwie, na gut. Ja, klar. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er ihm. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Und mit diesen Worten, man sollte immer ein Jetpack bereit haben, sage ich bis zum nächsten Mal. Warum? Ich habe jetzt knappe 2 Stunden aufgenommen und ich will das Video noch zurechtschnibbeln und wenigstens schon die erste Folge direkt heute hochladen. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht, ob es hinhaut. Aber ich bin echt geflasht von diesem Spiel bis jetzt. Obwohl es noch ein kleine paar Mikroruckler drin hat und so. Und ein paar Grafiken fehlen noch. Die sind noch nicht so ganz koscher. Aber der Veröffentlichungstermin ist ja auch erst der 27. Also eigentlich ist es noch ein bisschen hin. Ich sag trotzdem bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Und tschüss.